Mann, ich kann sie doch jetzt aber. Also Fakt ist, einer wird sterben, entweder sie oder er. Er, das Arschloch, das sich nie um seine Schwester gekümmert hat und nur das Geld will. Sie, Drogenjunkie und am Ende mit der Welt. Toll, zu wem soll ich denn da halten? Ich möchte mich eigentlich enthalten. Sind doch beide scheiße. Klar, er kümmert sich um sein Geschäft und das ist auch wichtig, aber wenn man halt jahrelang seine Schwester so behandelt, dann ist das auch falsch. Und sie ist so geworden, weil sie ihn so behandelt hat. Ich kann doch nicht sagen, spart euch den Atem, ich werde euch nicht aufhalten. Ich will sie aber auch nicht... Boah, Mann! Das ist das schon wieder für eine Drecksentscheidung, ey. Ja, komm, leg die Waffe weg oder ich muss euch dazu zwingen und denkt dran, ich hab dir schon mal auf die Fresse gehauen. Ach ja? Das werden wir ja sehen. Oh Mann, really? Really, jetzt will sie mich echt töten. Mann, das gefällt mir nicht. Scheiße, wir brauchen einen Schlüssel, den hat wahrscheinlich nur sie. Wo ist sie denn? Ich will ihn einfach nur klauen. Sila, reiß dich zusammen. Sila, reiß dich zusammen jetzt! Sila, lass mir dir... Was macht sie jetzt? Sila, mach keinen Scheiß. Sila, lass mir dir nicht den Todesstoß verpassen müssen, bitte. Sila. Oh Mann, Sila. Ja, aber auf der anderen Seite kannst du so eine Frau halt auch nicht am Leben lassen. Sperrt den Bruder weg, will ihn töten, ist drogenabhängig. Sorry, aber... Dann scheide ich mich ausnahmsweise echt für den Typen, Mann. Das war etwas viel auf einmal. Der Sonne sei Dank habt ihr ihren Lügen kein Gehör geschenkt. Sie... Diese verdammte Droga. Sie hat sie zerstört. Stimmt es eigentlich wirklich, dass ihr sie im Dorf zurückgelassen habt? Was? Nein, natürlich nicht. Sie rationalisiert. Wisst ihr... Von dem Moment an, als sie das erste Mal geschnupft hat, hat sie begonnen, mich für ihre Misere verantwortlich zu machen. Immer und immer wieder. Es ist einfach leichter, die Schuld in jemand anderem zu suchen, als seinen eigenen Dämonen ins Gesicht zu blicken. Ja, vielleicht hätte ich mehr tun sollen. Aber am Ende des Tages war es ihr Leben, oder? Ich habe mein Bestes getan, in dieser Welt zu überleben. Aber sie wollte stehen bleiben. Ich schätze, darauf läuft es am Ende heraus. Also haben wir uns wohl schon richtig entschieden. Ich denke schon. Und nun? Nun bekommt ihr erstmal eure Belohnung. Hier. Ihr könnt den Schlüssel haben. Was noch übrig ist, ist bei Weitem nicht genug, um meine Schulden zu decken. Aber ohne euch wäre ich jetzt tot. Tja, und in Anbetracht der Umstände komme ich mir fast albern vor, das zu sagen. Aber ich habe euch noch ein Buch versprochen. Und das sollt ihr haben. Ja, wenn dann ganz klar Einhandkampf. Gut. Hier. Jetzt entschuldigt mich. Sila hatte den Verstand verloren, aber sie war dennoch meine Schwester. Hm. Ich...
Ich will gebührend von ihr Abschied nehmen. Ja, dann nimm mal Abschied von ihr. Wir schauen mal kurz noch in den Rucksack. Finden noch mehr Lehrbücher. Oh, klar, warum nicht? Mana-Trank. Schmieröl! Wofür wir auch immer Schmieröl brauchen, ich weiß es nicht. Und noch ein Groschen. Ja, das ist okay. Interessante Ausbeute. So, das mit dem Knacken, das kann ich dir so nicht sagen, warum das so ist. So. Leben entdecken. Schlachtaxt beschwören. Untote vertreiben. Mann, wir haben schon eine Menge Zeug jetzt. Ey, ich will gar nicht wissen, wie viel Zauber wir mittlerweile. Schaut euch das mal an, wie viel Zauber wir haben. Ist ja abartig. Guten Nacht, Frank. Oh, ich hoffe, es geht alles gut morgen. Was ich mir mal angucken wollte, ist die Schlachtaxt, wenn ich ehrlich bin. Was ist sie denn? Ja. Hübsches Teil. Ansonsten Leben entdecken ist ziemlich nice, glaube ich. Ach, das ist ein Dauerzauber. Ah, okay. Senkt kurzfristig Mana-Kosten für Zauber aller Art. Ach so. Oh, okay. Okay. Ja, soweit so gut alles. So, er nimmt Abschied. Ah, ihr. Was gibt es? Nix. Ihr habt eine. Steht auf eurer toten Schwester. Aber ich hoffe, das ist euch klar. Oh Mann, was für eine krasse Geschichte. Meeresspalt entdeckt. Ist die Quest dann dementsprechend abgeschlossen, ne? Ja. Okay, wir haben hier etwas Neues. Nach Meeresspalte. Schauen wir mal rein. Spricht nichts dagegen, oder? Was ist mit dem Weizen eigentlich? Achso, das wollte ich gar nicht. Ne, das auch nicht. Fasanenfleisch. Was zum... Oh, nee. Ist das ein Troll? Das ist ein Troll. Ich hoffe, irgendwann gehen wir mal Zauber noch weiter. Alter, der hat richtig viel Leben. Wow! Alter, der hat übelst die Schaden gemacht. Holy shit! Der Troll hat mega Schaden gemacht gerade. Kann ich eigentlich die Möwen kaputt machen? Ups. Meine Frage wurde hiermit beantwortet. Wollte ich doch gar nicht. So, jetzt wird's mal. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen. Scheiße, Mann. Wie sieht das eigentlich fiebertechnisch aus? 52%, Mann. Wir müssen langsam echt mal so ein Ambrosia-Zeug kaufen. Wir müssen eigentlich hier auch ehrlich gesagt gar nicht weiter was machen. Wir müssen die Meeresspalte auch nicht jetzt zwingend erkunden. Ich schaue jetzt nochmal kurz rein. Und wenn der Träume ein bisschen zu heavy ist... Oh, was wir machen könnten, wäre einfach mal reine Magie nutzen. Weil ich werde ja leider schon gesehen.
Genau, wir arbeiten jetzt einfach gut hier mit dem Zauber. Passen ein bisschen auf. Können jetzt wechseln. Und den Höhlentroll. Oh, erst ein Bein weg und dann den Arm ab. Nice, haben wir super gemacht. Sehr stark. Okay. Also ich kann dir das mit dem Knacken nicht erklären. Ich meine, mein Equipment ist ja sicherlich auch nicht schlecht und ich höre in der Nacht in ein paar Broadcasts oder auf den YouTube-Videos auch kein Knacken. Also, keine Ahnung, was bei dir abgeht, Mann. Ist da Bodo? Das ist ein Esel, es ist aber nicht Bodo. Hey, Pauschkanal, also geht doch wieder. Na also, Mensch. Willkommen zurück im Twitch-Chat und vielen Dank. Oh, jetzt nochmal. Okay, was? Wo? Oh, da oben. Komm, volle Kanne. Noch ein bisschen burnen. Und dann ist der... Der heilt sich? What the hell? Und dann ist der Höllentroll auch weg. Alter Eisenpfeil, ranziger Trank. Noch mehr Tränke. Parieren Gesellenbuch ist super. Magie erfüllte Robe kann man mal noch mitnehmen. Ein toter Schürfer. Ah, mein Beileid, aber du bist halt tot, ne? Rolle und Silberbarren. Jetzt müssen wir demnächst aber wirklich gleich mal in die Stadt zurück. Mal ein bisschen uns kümmern. Okay, das sind Königskrabben. Die halten definitiv ein bisschen was aus. Kriegen wir aber trotzdem down. Bisschen anbraten schon mal. Und dann sind die auch tot. So. Oh! Wenn ich das so sehe, dann hat sich das ja mal dicke gelohnt, hier reinzugehen. Aber mal so richtig... Oh la la. Wir haben die verschlissene Rumbeschützer. Ah, das können wir verkaufen. Mal gucken, ob wenn ich hier noch irgendwie schnell was loswerden. Muss ja nur kurz sein. Bis viele Fackeln, ey. Die sind ja auch dann. Irgendwie wiegen die ja auch was. Ja, komm, benutzen. Ich würde sagen, was willst du denn bei der Kohle benutzen? Hey, wir wiegen doch gar nicht so viel. So, dich will ich nämlich. Magisches Symbol. Das ist unser fünftes. Sehr gut. Apropos Fackel. Nee. Quasi eine zu viel. Eine Fackel ist definitiv zu viel. Da kannst du nichts machen. Wir können aber auch einfach schnell den Arkan Doppelbock trinken und dann, weißt du, dann wenigstens mal hier ein Pirli trinken. Dann geht das eigentlich schon. Ist das die ganze Höhle? Ah, das war's auch schon. Das war auch schon wieder die ganze Höhle. Ist ja auch okay. Die müssen auch alle nicht so übertrieben lang sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Wie schnell man so Alchemie etc. levelt, das kann ich doch nicht sagen, da ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt habe. Und wir haben das Fieber immer. Das Fieber werden wir bestimmt bis zum, bis wir es durchgespielt haben, nicht loswerden können. Pauschka, wenn du bei Discord bist und in deinem Profil unten, also auf das Zahnrad klickst, dann kriegst du die Option, dass du das kombinierst mit deinem Twitch-Account. So, wir haben den Bodo irgendwo hier gelassen, aber ich gehe mal davon aus, dass er jetzt auch wieder despawned ist. Aber dafür gibt es ja die Pferdeflöte. Da haut die Krabbe einfach ab. Alter, ich hab Hunger.
Wir, der olle Perser. So, das heißt Kuh, Pferdeflöte. Und da ist er ja auch schon. So, wir kehren zurück in die Stadt und dann müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir mal ein bisschen Stuff von uns loswerden. Und ich glaube, ich werde jetzt hier keinen Horter mehr machen, sondern einfach alles loswerden, was ich habe. Brauchen eh dringend Gold für Ambrosia zum Beispiel. Ja, ich bin schon ein schlimmer Finger, ne? Hallo, weißt du, wie lecker Krabbenfleisch ist? Da kann ich dir ja nicht helfen. Manchmal müssen Krabben halt sterben. So, Bodo, ab nach Hause. Soweit es geht. Wer bist du denn? Warst du vorhin schon da? Hey, Gerald Kantenschlag. Hey, der war doch vorhin noch nicht hier, oder? Ist das deine Farm? Dann habe ich deinen Weizen geklaut. Hallo. Okay, der sagt wohl nicht viel. Ja, wenn Musik läuft, läuft Musik. Ist krass, oder? Aber die Ansage ist hoffentlich klar. Hallo, Miet. So. Bodo, bring uns zurück. Wir müssen ein bisschen was erledigen. Und dann gehen wir aber nochmal auf Reise mit Bodo. Denn der Bodo funktioniert ziemlich gut zum Reisen. Na, man reitet ja schon gerne mal auf dem Bodo. Huch. Ja, die ganzen Wölfe, die können mich jetzt mal. Ich möchte eigentlich nur nach Hause reiten. Wo wir zum Thema kommen, wir haben ja noch gar kein Haus. Wäre aber mal interessant zu wissen, wenn wir mal eins kriegen. So, wie komme ich jetzt hier zurück? Oh, nee. Offensichtlich muss... Oh, bin ich irgendwo falsch abgebogen? Oh, ich hätte hier die Brücke rüber müssen, ne? Eine knappe Stunde ungefähr. Bodo hängt fest. Bodo hängt fest! Hätte ich da... Ah, ich glaube, wir gehen mal hier über die Brücke. Komm, Bodo, zeig mal ein paar... Springer-Skills. Ich weiß, du bist ein Esel und kein Pferd, aber egal. Skills sind Skills. Was ist das für ein Pferd? Ist das ein wildes Pferd? Stehlen. Ich will keine Pferde stehlen. Was für ein Pferd ist das denn? Vielleicht von dem Typen da hinten. Du bekommst auch keine Nachricht. Das ist eine Einstellung in deinem Profil. Irgendwas ist hier. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Komme ich da noch auf die Schnelle ran? Ach, das waren wahrscheinlich die Banditen von gerade. Kann das sein? Hey Lupo, schön, dass du da warst. Gute Nacht. Komm ich da irgendwie hin vielleicht? Ja, hier ist ja offensichtlich irgendwas. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen verschissen. Ne? Vielleicht ist aber auch hier irgendein Geheimnis. Oder auch nicht. Hey, Lukas. Und hallo, Hunting Dragon. So, naja, dann gehen wir nochmal außen rum. Bodo ist wahrscheinlich eh schon wieder despawned.
Nee, das ist noch. Oh, Bodo unterhält sich gerade mit dem anderen Pferd. Guck mal. Ist doch cool. So, ich muss euch leider jetzt trennen. War schön, dich kennenzulernen. War ein sehr cooles Pferd, aber ich kann ja nicht einfach hier so ein Pferd klauen. Macht man doch nicht. Am Ende heißt es dann wieder, ich bin der böse, böse Wolf und klaue irgendwelche Sachen. Na, mal schauen, wie gut, wie verwirrt oder was sich genau ändert mit der neuen Engine. Gespannt bin ich aber schon. Wir haben bis Level 13 gespielt. Moin. So. Wir sind quasi wieder daheim. Ist jetzt leider Nacht geworden. Was so ein bisschen beißt mit meiner Idee, die ich hatte. Grüße. So, wir parken den Bodo hier wieder. Ich drücke rückwärts und er läuft vorwärts. Das irritiert mich. Das irritiert mich sehr. So, Bodo. Da bist du ja. Hab dich schon überall. Was, dass sie den Fußball neu erfinden, eine Story einbauen, Spiele erfinden? Eine Story gibt's doch diesmal. Ich verstehe das Problem nicht. Man kann eine Menge neu erfinden, gameplay-technisch beim Fußball. Definitiv. Wenn kein Unterschied zu merken ist, oh mein Gott, dann seid halt auch selber einfach mal vernünftig und kauft's nicht. Ganz einfach, ich werde es mir auch nicht zulegen, wenn ich sehe, es hat sich wirklich nichts getan. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt mal ganz kurz ins Adelsviertel gehen und mich dort mal ein bisschen umschauen. Weil beim letzten Mal waren wir nicht im Adelsviertel. Und da wollte ich mich aber mal ein bisschen umschauen. Was ist denn hier? Waren wir im tanzenden Nomaden eigentlich schon drin? Ich halt ehrlich gesagt keine Ahnung. Müsste ich mal reingucken. Au, hier. Alter, hier ist ja Party! Heute Met ist ja schon gut. Was, heute Met? Einfach in Ruhe. Hallo? Schläger. Was für ein Schläger? Genau, geht gut. Verteilt. Setzt euch doch. Okay. So viel zu tun. Na, er hat gesagt, setzt euch doch. Eine Partie? Und setzt euch doch. Ja, ja, ist okay. Eine Partie. Na, eine dann Partie. Lasst mal sehen. Er hat gesagt, eine Partie. Okay. Keine Ahnung. So. 5, das heißt maximal 15. Alles klar. Wir würfeln sogar zuerst. Heute Met, Mann. Okay, wir haben direkt eine 10 gewürfelt. Ich kann doch da nicht nochmal würfeln, das ist doch dämlich. Was würfelt er? Eine 9, das heißt, er muss drüber kommen. Und er würfelt zu viel. Wir haben gewonnen. Wir gewinnen! Ich werd bekloppt! Einmal spielen wir noch. Paddel! Moin an den Stream! Hallo Paddel, vielen Dank für deinen 14. Sub in Folge. Für dich setzen wir jetzt 41 Groschen. So, 8. Ergo 24 darf man nicht überwürfeln. So, wir würfeln zuerst. Ich finde, zuerst würfeln ist eigentlich okay. 10. Da würfeln wir nochmal. 7, da würfeln wir nochmal. Oh oh. Und wir haben verloren. So ein Scheiß, ey, er spielt nicht mal mit. Huch. Ne, nicht meinen gesamten Einsatz. 50.
Okay, wow. Bis 30 geht's jetzt. Ich hoffe... Okay, okay. Gegner fängt an. Er würfelt 10. Er würfelt 11, er ist bei 21. Und er würfelt 29. Ey, dieses Spiel ist so unfair. Oh, dieses Spiel ist so unfair. Ich müsste jetzt 6 würfeln mit 2 Würfeln. Das ist halt so unwahrscheinlich. Dieses Spiel ist doch einfach eine Partie. Kommt, setzt euch doch. Irgendwann, ich schwör bei Gott, Mann. So viel zu tun. Ist ja schon so viel zu tun. Lass mich einfach in Ruhe. Was ist denn hier eigentlich los? Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Genau, geht gut. Verzeiht. Genau, verzeiht. So, wird Ulf Federtanz. So, ich möchte etwas trinken. Klar, was darf sein? Alles. Nee, ich verkaufe jetzt erstmal ein bisschen was. Aber offensichtlich nicht bei ihm. Das ist ja doof. Aber ich sehe gerade, warte mal. Möge euer Weg... Ja, stimmt. Ich habe quasi gerade meine Ambrosia verzockt. Das stimmt. Tatsächlich. Eigentlich war das nicht sehr clever. Achso, ne. Gesellenbücher können wir noch gar nicht lesen. Wir können nur Lehrlingsbücher lesen. Haben wir da noch welche? Nee, ne. Wird's eben sein. Ah, ne. Dann werde ich bei dir wahrscheinlich eh nichts verkaufen können. Was geht hier so ab? Hallo. Hallo, Darius. Geht weiter. Moment mal. Bei dem Spiel habe ich aber deutlich mehr Glück. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Ja, wir streamen so lange, wie wir halt streamen. Ich hab hier nichts, das mir sagt, wann wir aufhören. Hallo. Bitte, ich habe solchen... So, Schlacht um Treomar. Wir spielen jetzt Schlacht um Treomar. So. All or nothing? Nicht ganz. So. So. Wie war das? Wir mussten mehr haben als der Gegner, ne? Wir betrügen nicht. Es sieht ganz okay aus eigentlich sogar. So. Ich verstärke. Und würfel 3. Och, mein Leben ist doch auch echt beschissen, Mann. Ja, ja, den Patch kann ich aber mittendrin im Spiel nicht runterladen. Und er hat... Ja, er würfelt natürlich und kriegt natürlich deutlich mehr als ich. Ich habe um einen Punkt verloren. Nee, um 2. Ach, das ist doch alles bescheuert, ey. So, das letzte, was... Unser letztes Geld. Unser letztes Geld gefühlt. Ja, das ist gut. Ja, das, die 4 ist ein bisschen scheiße, aber... Wir müssen würfeln. 19 ist zu wenig. Ja, eine 6 ist gut und eine 2 ist okay. Komm. So, 27. Komm, das muss doch mal reichen. Jawohl, eine 1, eine 3, das ist ein Sieg für uns. Safer Sieg für uns. Gut. Oh mein Gott, wir haben gewonnen! So, wir müssen mal ein bisschen Geld zurückerobern. Hilft nix. Oh mein Gott, hätte ich doch nur mein gesamtes Geld gesetzt, ey. Alter, es sind 25. Ich würfel nicht mal.
Jawohl, easy win. Easy win. Die würfelt nach, es sieht... Alter, sie hat einen 12 gewürfelt. Mein, nicht, dass das reicht, aber sie hat eine 12 gewürfelt. Okay, 104 Groschen gewonnen, plus das Geld, das sie zum Extrawürfeln benutzt hat. Ist ja gar nicht mal so schlecht. So, jetzt setzen wir nicht so viel, weil wir hatten gerade ziemlich viel Luck. Ich glaube, so viel Luck haben wir nicht nochmal. Wir warten jetzt mal ein bisschen. Siehst du? Deswegen habe ich jetzt gerade nicht viel gesetzt. Wir hatten gerade zu viel Glück. Wir hatten gerade eindeutig zu viel Glück. Ich werde auch nicht würfeln. Ja, siehst du? Habe ich doch ganz gut abgeschätzt. Nein, ich bin überhaupt nicht greedy. Schau mal, wie clever ich das gemacht habe. Es passiert gar nichts. Sie würfelt sogar noch. Ist sie doof? Na gut, einen Groschen, weißt du. 33, Alter. 33. Krank. So, die Frage ist... ja, wie setzen wir jetzt? Setzen wir jetzt 3. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so viel kriegen. 6. 8. Oh, shit. Und eine 7. Oh, das ist schon echt verdammt gut. Na, hätten wir da mehr setzen sollen? Ich weiß es nicht. Oh, gut, dass wir es nicht getan haben. 10, 5 und 8. Deutlich besser als meins. Warum würfelt sie denn noch? Sie hat doch schon mehr. Kraft das nicht. Gut. Wegen mir. So. Okay, komm, 20. Nicht zu viel. Ah, 3. 5. 2. Ist super mies. Mit 10 Punkten, da brauche ich nicht erhöhen. Da brauche ich definitiv keine Würfel werfen. Nee, nee. Nach Bauschka. Oh, er gewinnt um einen Punkt. Aber aus mir nicht erkenntlichen Gründen würfelt er nochmal. Dann verliere ich wenigstens nicht so viel Kohle. Naja, doch, 43 ist schon gar nicht mal so wenig. Ah, jetzt hatten wir wenig gehabt. Soll ich jetzt nochmal richtig viel gehen? Soll ich jetzt nochmal sagen, komm, wir ballern jetzt nochmal rein? Voller Einsatz. Komm schon, bitte. 6 ist okay. 5 ist semi. 6. Okay, okay. Wir brauchen jetzt Würfelglück. Ja, 11 ist gut. 28 ist nice. 28 ist nice. Komm schon. Jawohl, eine 2 ist super. Oh, eine 10 ist bitter. Noch eine 10! Nein. 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 Um einen Punkt. Oh mein Gott. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Und gefühlt kein Geld mehr. Gute Nacht, Biker. Und das war's. Ja? Haben wir jetzt nicht... Wir haben kein Gold mehr. Nichts. Das war's. Moment Null. Mal. Ihr seid doch Fremdländer. Double 10, Alter. Monsieur? Double 10. Ey, Abend. Ich könnte kotzen. Oh. Was? Oho!